Sehr gut. Tschüss. Nerviges Vieh. Boah, der nervige Dinger hat da drin. Boyelin. Gut, Boyelin, stimmt, das war sein letzter. Oder hat er noch einen? Wenn er noch eins hat, hat er Morlot noch. Wer hätte gedacht, dass du mich da an den Schleuder bringen würdest? Nee, ist ein letzter. Puh, jetzt muss ich nur. Gott sei Dank. Und jetzt hau mit One KO weg. Dankeschön. Boah, alter Verwalter. Außer Hilda, die hat uns beim ersten Mal. Also beim zweiten Mal erst gefordert, aber jetzt haben wir noch. Yes! Was? Warum müssen wir jetzt gerade die Pokémon ausgehen? Tja, Ergebnis ist klarer als Quellwasser. Hat ja Spaß gemacht, mit dir zu kämpfen. Ich habe hier einen Sticker für dich, der so heißt jetzt hier unser Kampf. Haben wir die Kälte aus dem Kram. Alter Verwalter, der ist jetzt gerade mal richtig. Der ist jetzt gerade mal richtig zu Ärger gemacht. Gut, dann haben wir 4 Arena-Leiter von 8 weg. Wie gesagt, nochmal, ich hatte auch nicht erwartet, dass wir jetzt tatsächlich so große Probleme haben bei den Arena-Leitern. Viele fehlen uns ja auch nicht mehr. Die Hälfte haben wir. Ich guck mal gerade, ob Cresselia überhaupt hier ein freilaufendes Pokémon ist. Oder ob das Viech. So viel Pokémon. Cresselia ist tatsächlich ein freilaufendes. Okay. Gut. In der nächsten Folge geht es weiter mit unserer kleinen Reise nach. Unserer kleinen Reise nach. Also war es Herzhofen schon? Nummer 5. Ich glaube ja. Herzhofen, Fledburg, 5, 6 bis auch 7. Ja, Herzhofen ist die nächste. Also dann geht's weiter mit Lamina und ihren Geist-Pokémon. Das wird dann die nächste Arena werden. Bis dahin und tschüss. Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit Pokémon. Und wir machen heute weiter. Uns fehlen jetzt noch 4 Arena-Leiter. Und den ersten machen wir jetzt. Das ist dann Lamina. Die junge Dame, die mich tatsächlich zum ersten Mal im Let's Play so ein bisschen zum Überlegen gebracht hat. Wo ich mir echt dachte, boah. Die könnte uns tatsächlich bezwingen. So, jetzt muss ich dieses Rätsel noch mal neu angehen. 3 plus 5 plus 7. Jetzt kann ich es nämlich, weil die Trainer sind ja jetzt besiegt, alle schon. Sind 15, also muss ich nach rechts. Jetzt muss ich nämlich mitrechnen, weil sonst ist es mir egal, sonst gehe ich da einfach durch. Aber wie gesagt, Lamina wird jetzt noch mal eine Hausnummer werden, definitiv. Hilda hat uns gefordert, arg. Warte mal, ich kann ja was anderes noch bringen. Kann ich Krampfschaft lassen? 12 plus 28 ergibt 40, also die Mitte. Hilda ist definitiv gefordert. Marinus, ja, definitiv auch. Ja, auch. 3 mal 13 ergibt 39. Genau. Nach links. Und jetzt schauen wir mal, wie weit Lamina heute treibt. Arena-Leiter Nummer 5.
15. So. Moment, speichern wir. Wie ich aber gehört, du hast den Champ besiegt und bist eingeholt in die Ruhmeshalle. Meine Niederlage hat mich sehr frustriert, deswegen bin ich Boko trainiert. Du weißt sicher, was jetzt kommt? Oui? Ich will eine Revanche. Schauen wir mal, ne? Wie weit wir sie kriegen heute. Gut. Sie fängt mit dem Treff-Zeppeli an. Die wird wahrscheinlich genauso wie alle anderen aus 6 Pokémon haben. Nur welche, weiß ich nicht. Sie hat jedenfalls 68, Level 68 Kraftabsorber. Du Arsch, Alter, mit deiner. Gut, das ist nur der Angriff, der sinkt. Ja, fast. Sehr gut. Was habt ihr da mit dem Heißorb? Ist doch Schwachsinn, den einzusetzen. Dankeschön. Ich gehe auf Stahlflügel. Er sagt auch nicht. Du wirst jetzt wahrscheinlich auf den Dings gehen, ne? Mit Genesung gehen. Nö, tut sie nicht. Boah, Alter! Das ist nicht wahr! Wir werden wahrscheinlich jetzt mit deiner scheiße Fähigkeit beide down gehen. Nee, dummer nicht. Ich dachte, du hast Finalschlag gehabt. Traumagie. Ich muss ja zurückziehen. Spukball dürfte gegen mich nicht so effektiv sein, weil es vom. Ja, doch, ne? Ich hatte gedacht, jetzt ist die Fähigkeit wegen dem durch die. Durch den Stahltyp dürfte es eigentlich kein Problem sein mit dem Geist. Ja, fast, ja! So, jetzt muss ich überleben. Das tue ich natürlich nicht. Warum auch? Sollte mal ein bisschen Glück dabei sein. So, also jetzt ist gerade der Müllwagen unten. Also ich habe das Fenster auf, deswegen kann das sein, dass es ein bisschen lauter ist. So, jetzt geht es mal Trauma-Gel baden. Ich spucke jetzt noch keine großen Töne nach dem Motto, weil zwei ihrer Pokémon schon weg sind. Das möchte ich noch gerade ein bisschen anmerken. Zwirffinst. Ich muss gerade sagen, dass ich auch ein bisschen aufbearbeiten muss. Level 70er Zwirffinst, ja, nie ist klar. Zwirffinst ist kein Fußstrahl, ne? Komm, drauf nochmal. Natürlich nicht. Okay, dann heißt es Top-Genesung rein.
bin jetzt mal ein bisschen zuversichtlicher gerade als zuvor. Aber sie hat bestimmt irgendwo noch was in der Hinterhand. Irgendwas Großes. Einsetzen können wir mit einer Hand nicht. Komm, hau ab mit dem scheiß Irrlicht. Was machst du jetzt? Nichts mehr. Tschüss. Nummer 3. Okay, wäre der Tiefschlag jetzt nicht als der nächste Attacke gekommen, wäre ich wahrscheinlich angefangen. So, damit ist Nummer 4 auch weg. Bisher geht es eigentlich relativ leicht durch, muss ich sagen. Aber das kann natürlich auch wieder täuschen. Frostetia, Geist und Eis. So, jetzt hau das Viech weg. Yes! Was? Was hast denn du als Attack? Ach, du leck mich doch einmal, sag mit deinem scheiß Fokus-Gurt. Du bist ein Arsch. Du bist ein Arsch. Hast du echt noch mit deinem scheiß Fokus-Gurt durchgehalten? Abgangspunkt. Wirklich nicht. Ach nein, warte mal, doch. Du hast sowieso klar, dass du verlierst und nimmst mich mit. Clever. Gar nicht so doof gemacht, definitiv nicht. Fang mich der Finsteraura. Auf Level 75 lernst du auch Finsteraura, aber nehme ich mit. Ja.